Willkommen zurück zu Let's Play Blue Dragon Awakened Shadow und wie es immer bekannt ist und es sowieso immer bei mir ist, dass wenn ich was machen will, dass es natürlich nicht ist. Also, ich kann nicht offscreen kombinieren, weil eine Sequenz kommt. Yasato, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ach, hallo Henny, was für einen Gefallen. Und das war jetzt nicht die Stimme, die er irgendwann mal hatte. Nun, würdest du wohl diese beiden Materialien für mich kombinieren? Du hast die Yasato Fragment Daving Maschine und das Megametall gegeben. Aber natürlich, kein Problem. Ich werde sogleich beginnen. Bitte warte einen Moment. Bitte warten Sie! Rödel, 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 spuck schon was aus Auge. Ist doch ein Auge. Wo hat er was reingesteckt und wo ist was rausgekommen? Gar nicht. Henny, es ist fertig. Mechat-Motor erhalten. Danke, Yasato. Super, dann gehe ich jetzt ins Mechat-Labor. Gut, soll ich jetzt offscreen was machen? Soll ich jetzt nichts offscreen machen? Nein. Ich mache jetzt einfach weiter, keinen Bock zu schneiden. Wie ihr seht, habe ich da Yasato mit seinem Schatten. Und ja, Mechat-Labor. Da konnte ich doch einfach jetzt hier lang. Und das war's. Also nein, ich muss da noch irgendwo rein, aber da lang. War das so richtig? Gehirn ist heute sowieso durcheinander. Aber es war richtig. Schön, schön. Diese kleine Tür. Gut, gut. Komm, hier habt ihr die Materialien. Kann ich es jetzt benutzen und mich in Gefahr begeben? Das sind die Teile, die wir brauchen, nicht wahr? Welcher hat Motor hergegeben? Hergeben, was? Ah ja, genau. Toll, dass du sie gefunden hast. Hut ab. Ich werde sie in den Mechat einbauen. Dann sollte er startklar sein. Und ich gebe irgendwie unwichtigen Personen, die eigentlich doch relativ wichtig sind, irgendwie immer andere Stimmen, aber nein. Gut. Das sieht gut aus. Ich aktiviere jetzt den Mechat. Ja, Leute, könnt ihr auch einen Motor einbauen? Das dauert mal kurz 2 Sekunden. Ja, könnt ihr? Huh? Na, wir haben es geschafft. Er bewegt sich. Fantastisch. Super. Er bewegt sich wirklich? Das war keine Frage, sondern ein Ausdruck, aber ne. Henny, du hast es dir verdient. Du darfst diesen Mechat für eine Weile benutzen. Stell ihn einfach auf dem Dach ab, wenn du ihn nicht mehr brauchst. Ja, du, ich werde ihn immer brauchen. Ab, vielen Dank. Oder auch nicht. Dann wollen wir uns mal unkombiniert in irgendwelche Gefahr begeben. Wie komme ich denn da bitte schön hin? Wie komme ich aufs Dach? War ich doch schon mal. Hallo? Spiel? Bin ich da jetzt drin? Kuro, ich will Antworten, Spiel. Wohin fliegen wir? Schlechter Bordcomputer, er sagt ja gar nichts. Oh. Oh, 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 ja, Würfel. Die Planeten sind nicht rund und auch keine Scheibe. Sie sind Würfel. Genauso wie unser. Oder wenn da in diesem Spiel jetzt auf einmal die Erde da sein sollte. Die ist rund. Als einziges kein Würfel. Weltkarte. Neu-Lago-Würfel, Mechan-Würfel, Neo-Gibral-Würfel, Wüsten. Es gibt nicht ernsthaft eine Wüste. Ich hasse Wüsten. Elementwürfel. Ein gefährlicher Würfel, in dem sich Feuer, Wasser, Wind und Erde und andere Elemente vermischen. Das wird dich hier wohl erwarten. Ich glaube, den mache ich zum Schluss. So, dieser Würfel wird vom Stamm der Divi bewohnt. Weil er Lagodorf, ihrem Heimatort, so ähnlich sieht, soll das Stammesmitglied, das ihn entdeckt hat, einen Heimattanz aufgeführt haben. Der Würfel, der der Sonnensäule am nächsten ist, wie käme es jemand in den Sinn, in einer derart unwirtlichen Wüste aus verbrannter Erde lebensfroh. Doch! Mechanwürfel. Dieser Würfel beherbergt eins
ein hochmodernes Forschungslabor und warum jetzt nicht mehr? Derzeit wird er von leistungsstarken Computern beherrscht, die ihre Vorgängermodelle alt aussehen lassen. Ich glaube, hier gehe ich zuerst. Arbeite ich mich von links nach rechts einfach durch. Okay. Ich hoffe, ich stütze irgendwann nicht mit diesem Ding ab und der Motor ist am Arsch. Oder irgendwas anderes, so müssen Ersatzteile suchen. Und dann haben wir noch keinen dabei, der sie reparieren kann. Irgend sowas in der Art. Ach ja, ich bin der einzige Typ in unserer Truppe, der heilen kann. Mechanischer Würfel! So, hilf mir doch jemand! Warum sage ich das eigentlich noch, wenn da eine Sprachsequenz drin war? Keine Ahnung. Was ist los? Hallo? Hey, hör auf damit! Lass mich in Ruhe! Au, 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 au. Hey, da wird jemand von Monstern angegriffen. Das ist nicht gut. Ich muss ihn retten. Was sind das bitte schön für Dinge? Das sind Roboter und Roboter und Roboter. Stirbt jetzt Roboter? Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass ich der eigene Typ bin, der heilen kann. Stirbt. Ja, wie gut, dass wir den Schild jetzt haben. Yasato und so. Aua. Ich sollte mal heilen, wenn ich schon der Einzige bin, der heilen kann. So ehrlich jetzt. Oh Gott. Die Dinger sind mir einfach zu nervig und zu schnell. Und ich habe wenig HP, dabei habe ich schon so viel HP. Du Typ! Du warst mit einem Schlag weg, habe ich recht? Ach nee, das war der andere, der Roboter. Alles okay? Ah, du hast mir das Leben gerettet, vielen Dank! Du siehst komisch aus. Und was machst du hier? Wenn ich dir das sage, wird mir ein Anteil... Was? Oh, ist egal. Ich werde es dir sagen. Du bist ziemlich stark und ich sollte mich für meine Rettung erkenntlich zeigen. Hä? Du musst wissen, Mensch... warte, ich kenne deinen Namen noch gar nicht. Ich bin Henny. Sorry. My name is Toripo. Hallo Toripo. Kriegen wir von jedem Würfel jetzt noch einen Partner? Jedenfalls, Henny. Du musst wissen, in den Tiefen dieses Würfels gibt es einen riesigen Schatz. Zumindest habe ich gehört. Schatz? Wir sehen aber komisch aus mit dieser Kleidung. Nee, jetzt ehrlich. Ehe ich hierher kam, hatte ich selber Zweifel, aber dann sah ich diese Mecha-Robo-Armee. Verstehst du? Das hat mich überzeugt. Sie müssen den Schatz bewachen und der muss irgendwo in den Tiefen dieses Würfel verborgen liegen. Und ich sollte diese Stimme von diesem Typen mal nach der Sprachsequenz irgendwie auf Deutsch konfigurieren, aber nö. Dank dir sind diese Mecha-Robos Geschichte. Was meinst du? Möchtest du mir weiter in diesen Würfel eindringen? Du bekommst auch einen Anteil. Ja, warum nicht? Heilen. Aber sofort. Ich bin der Einzige, der heilen kann und ich möchte schon Angriff machen, warum diese Schattenleiste geht. Ich sollte Jiro seinen Schatten zurückgeben. Dann habe ich aber keiner, der zaubern kann. Ach komm. Schatten. Jiro. Du bekommst deinen Schatten. Dann haben wir nämlich einen zu heilen. Ja. Modischer Hut erhalten. Bin ich da gerade durch irgendwas gelatscht? Ich habe keine Ahnung. So, hier könnten wir, wenn, sowieso nochmal, da wir wieder Schatten benutzen können, heilen. So. Speichern wir, und zwar hier. Das war doof. Level 11, Level 10, Level 10. Ach so, du, Mission. Wir können hier also nichts machen, aussehen. Questerklärung. Toripo möchte, dass du ihn auf der Suche nach einem irgendwo in diesem Würfel verborgenen Schatz begleitest. Sehr detailliert. Und es klingelt. Moment. So, mein Bruder, der jetzt nochmal zur Mutter latschen muss. 3 Minuten weg von hier. Ich guck rüber, sehe die Arbeit meiner Mutter, by the way. Und erstmal abholen. Das lasse ich meinem Bruder erledigen, meinen kleinen Bruder, ja. So, wo war ich? Außer Toripos Gefühl scheint es wenig Hinweise zu geben. Begleitest du Toripo oder nicht? Natürlich begleiten wir ihn. Was? Einen Gefährten? Meine Gefährten sind nicht mehr da. Scheiße. Das habe ich jetzt nicht gesagt. So. Jetzt darf ich mir einen aussuchen.
du hast einen eigenen Schatten. Und da er nicht wirklich, da ich nicht wirklich weiß, ob er heilen kann und ich nicht alleine heilen möchte, muss ich leider Yasato draußen lassen. Meine Güte. Das ist nicht sehr schön. Überhaupt nicht schön. Ja, ich möchte meine Ausrüstung gerne nochmal bestätigt haben. Ich habe meine Standard, das weiß ich. Und er bekommt... Er hat dieses Shibrai-Schwert. Ja, falls er Feuer haben sollte, warum nicht? Und ich hätte doch vorher kombinieren sollen. Ich meine, dann wäre das dir auch plus irgendwas. So, er hat diese Ausrüstung. Ja, warum nicht? Und du hast Feuerarmband? Okay, lassen wir dich mal Feuerarmband haben. So, du bekommst aber Unmacht. Du hast ja keine Magie, warum sollst du irgendwas davon haben? Du hast diese Rüstung. Okay, dann lassen wir das jetzt so. Quest, Chat, Konfiguration. Es gibt Konfiguration? Helligkeit! Ja, passt schon. Nehmen wir das. Die Musik ist trotzdem mal voll. Ich mache das immer auf Max und hoffe, dass das dadurch nicht irgendwie noch scheiße wird. Sonst muss ich das nochmal ändern. So, nochmal speichern vorher. Vorher sollte ich wissen, dass man das sowieso noch hätte machen können. Wer weiß schon alles, wenn ein Spiel anfängt, was blind ist. Aufzug nach unten nehmen. Ja. Ich hoffe, in der Nähe ist ein Speicherpunkt. Und jetzt nehme ich ungefähr schon seit 10 Minuten auf. Mein Gott. Monster. Hallo. Darf ich Feuer? Ihr macht Schaden, aber sowas von. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, macht ihr Schaden. Die kann explodieren? Ach, Toripo ist auch noch tot durch die Explosion. War das Schild nicht rechtzeitig da? Ankerstahl, Ankerstahl, war das richtig? So, oder lebst du jetzt wieder? Vielen Dank, und Jiro hat Magie. Ich dachte, der hätte jetzt einen eigenen Schatten. Dann darf ich jetzt... Nein, nicht Fähigkeit. Nein, nicht aus dem Menü. Dann darf ich jetzt mal kurz die Ausrüstung wieder ändern, nämlich von... Du bekommst jetzt doch Feuerarmband und Toripo bekommt Ohnmachtschancen. Ja. Gut. Das Licht fließt in eine Richtung. Nein, ich kann da noch nicht rüber. Ich will mich verarschen. Muss man extra hier zur Konsole hin und Schalter erscheint. Achtung, Einstellung zurücksetzen. Ja. Jetzt können wir darüber, ne? Ja, jetzt können wir darüber. Und warum ich nicht vorgelesen habe... Keine Ahnung. Das Licht fließt in eine Richtung. Mit dem Licht schwimmen, warum nicht? Können wir jetzt auch noch zurück? Scheiße. Wie kommen wir an diese Kiste? Am anderen Ufer gibt es eine Schatztruhe. Wenn ich sie nur irgendwie vom Fleck bewegen könnte... Ach, wie blöd, aber ich kann es nicht ändern, also werde ich es erstmal so weiter, Nein, Kiste! Aufzug nach unten nehmen. Das ist ein Aufzug? Wie weit wollen wir noch nach unten? Okay. Hier sind noch keine Gegner. Da ist aber ein Gegner. Ich will jetzt testen. Erdschlag und ich kann keine Pause machen, also Moment, Leute. Aua, jetzt muss ich ja doch noch ein bisschen was schneiden. Ich bin gleich tot. Du wärst mit Schild. Und jetzt habe ich mir nicht merken können, wie viel Schaden eigentlich Erde macht. Also muss ich noch irgendwann von vorne anfangen. Wind macht doch eigentlich normalen Schaden. Oder war das jetzt nur die Magie von ihm? Oder beides? Ich dachte schon, ich hätte den Eichentonfer. Was habe ich erhalten? Oh Gott, das wird ja immer krasser hier. So, worum geht's jetzt? Und so,
Wir sind auf einen interessanten Raum gestoßen. Schatz, hier? Nö. Ist es das? Sind das die Tiefen dieses Würfels? Nö. Doch, mechanisch. Ich meine, wir würden doch sicherlich irgendwelche Daten als Schatz sein, oder? Ich weiß es nicht. Aber was ist das? Irgendwoher kenne ich diesen Raum. Wirklich? Du kennst diesen Raum? Ich bin mir nicht sicher. Nein, warte! Ich kann mich an nichts erinnern. Hä? Könnte es sein, dass ich unter Amnesie leide? Wie? Aber das ist ja schrecklich. Oh, tut mir leid. Ich wollte dich nicht aufregen. Ich weiß ja nicht mal, ob es Amnesie ist. Ich weiß nur, dass hier irgendwo ein Schatz sein muss. Dein Gedächtnis? Nee, ich habe keine Ahnung. Dann wollen wir uns mal umsehen. Das wird uns etwas Zeit sparen. Wir sollen uns umsehen. Das wird uns ein bisschen Zeit sparen. Ich glaube, das ist nicht so wirklich sinnfrei. Das ist sinnfrei. Sieht wie ein Forschertagebuch aus. Der Mann, der dieses Labor gebaut hat, ist neulich verstorben. Wir haben beschlossen, seinem letzten Willen Rechnung zu tragen und einen Roboter zu bauen. Aber ist sowas überhaupt möglich? Hier laufen dauernd Roboter rum? Nö, ist nicht möglich. Sieht wie ein Forschertagebuch aus. Modernste Einrichtung und wundervolle Mitarbeiter. Und vor allem ein riesen Budget. Das Verblüffendste war jedoch, dass dieses fantastische Labor von einem Manga-Künstler entworfen wurde. Sein Name soll Akira Toriyama sein. Genau. Ah, ich habe einen Manga-Flash letzte Zeit. Ich brauche mehr Mangas. Okay, sonst noch Fragezeichen? Nö. Dann hier durch. Speicherpunkt. Der kommt mir eigentlich relativ gelegen. Weil bald auch Part beenden werden muss. Wie lange nehme ich schon auf? 15 Minuten, also naja. Da ist eine Absperrung. Scheiß ab. Und dann ist da jetzt noch sowas. Bom. Ja. War das die 3% auf Oma? Stirb, Mecha-Robo. Ich will dein Geld. Oder Jägerinnenanzug. Straße ist blockiert. Dann. Vielen Dank. Ja, warum sagen die das die ganze Zeit, wenn sie voll sind? Und ich frage mich, warum ich so viel Geld habe. Es liegt wohl daran, dass ich noch nicht kombiniert habe. Seit langem. Gut. Wir sind jetzt wo? Wenn wir mit dem Licht reisen, kommen wir nicht zurück zum Speicherpunkt. Das ist doof. Dann müsste ich nämlich nochmal einen Part aufnehmen, was ich nicht kann, weil ich keine Zeit habe. Wenn ich jetzt schon den Part... ich würde sagen, dann beende ich jetzt den Part. Er wird sehr kurz. 15 Minuten. Naja, wir sehen uns dann das nächste Mal, Leute. Tschüss.